Hör verstehen, Teil 1. Sie hören jetzt eine Nachrichtensendung. Lesen Sie zuerst die Aufgaben 21 bis 26. Dazu haben Sie eine halbe Minute Zeit. Danach hören Sie die Nachrichten. Sie hören die Nachrichten nur einmal. Entscheiden Sie, ob die Aussagen 21 bis 26 richtig, plus oder falsch, minus sind und markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Lesen Sie nun die Aussagen 21 bis 26. Und nun die Nachrichten aus Wirtschaft und Arbeit. Am Mikrofon Wolfgang Witt. Frankfurt. Die Proteste gegen den Ausbau der umstrittenen Autobahn A44 halten an. Gegner blockierten den Zugang zur Baustelle im Ortsteil Sontra-Ulfen mit Traktoren. Mit einer Sitzblockade wollen sie die Traktoren vor einem Abtransport durch die Polizei schützen. Am Freitag soll ein Treffen zwischen Befürwortern und Gegnern des Projekts stattfinden. Während des Gesprächs sollen die Bauarbeiten ruhen. Diese Geste an die Gegner der Autobahn hätten das Bundesverkehrsministerium und das Land Hessen ausgemacht, sagte ein Regierungssprecher. Berlin. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag DIHK rechnet nach einem Bericht der Bild mit einer Konjunkturabkühlung in Deutschland. Im dritten Quartal werde das Bruttoinlandsprodukt voraussichtlich um 0,7% gegenüber dem Vorquartal wachsen, sagte DIHK-Chefvolkswirt Steve McGuire. Zwischen April und Ende Juni hatte sich das Konjunkturwachstum noch auf 2,2% belaufen. Der Aufschwung setzte sich fort. Auch wenn das hohe Tempo des zweiten Quartals nicht gehalten werde, sei der Zuwachs erheblich besser als der Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre. Köln. Mehr als 2/3 der Bundesbürger sind nach einer Umfrage skeptisch, dass sie vom derzeitigen Aufschwung der Wirtschaft persönlich profitieren werden. Wie Bild am Sonntag unter Berufung auf eine von ihr in Auftrag gegebene Umfrage berichtete, waren nur weniger als 1/3 der Befragten der Meinung, dass der wirtschaftliche Aufschwung bei ihnen persönlich ankommen werde. Mit 73% seien Frauen skeptischer, dass sie vom Aufschwung profitieren werden als Männer. Männer sind nur zu 63% skeptisch. Ostdeutsche seien skeptischer als Westdeutsche. Besonders zurückhaltend bei der Bewertung des Konjunkturaufschwungs waren demnach Senioren ab 60. Die Frage, erwarten Sie, dass Sie vom derzeitigen Aufschwung der Wirtschaft persönlich profitieren werden, beantworteten nur 15% mit Ja, 83% hingegen mit Nein. Düsseldorf. Nach der Übernahme der Kaufhauskette Novakauf hat Investor ABB eine umfassende Modernisierung der Warenhauskette angekündigt. Der Einkauf bei Novakauf muss zu einem Erlebnis werden. Die Häuser müssen aktueller und aufregender werden, sagte ABB-Chef Künzelmann der Neuen Presse. Der derzeitige Geschäftsführer Manfred Gerke solle bleiben, sagte Künzelmann. Er selbst wolle sich nicht ins operative Geschäft einmischen. Gewinne will Künzelmann in Deutschland versteuern. Unsere deutschen Firmen zahlen Steuern in Deutschland. Das wird auch mit Novakauf so sein. Neu-Delhi. Der japanische Volkswagen-Partner Suzuki will seine Stellung auf dem schnell wachsenden Markt in Indien ausbauen. Der Kleinwagen-Spezialist plane ein neues Werk in Indien mit einer Jahresproduktion von mehr als 250.000 Autos, berichtete die Wirtschaftszeitung Business Week. Die Fabrik solle in 2 Jahren ihren Betrieb aufnehmen. Zudem wolle Suzuki insgesamt seine Produktion in allen indischen Werken bis Ende nächsten Jahres auf 1,5 Millionen Autos steigern. Suzuki hat in Indien einen Marktanteil von mehr als 50%.
Volkswagen ist mit knapp 20% an Suzuki beteiligt. New York. Ein unerwartet geringer Stellenabbau hat dem Dow Jones am Freitag den vierten Gewinntag in Folge beschert. In den USA ging die Zahl der Beschäftigten im August auf Monatssicht um 54.000 zurück. Experten hatten mit einem fast doppelt so großen Abbau gerechnet. Allerdings mussten die Anleger auch einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Die Stimmung der Einkaufsmanager der großen Firmen hatte sich im August entgegen den Erwartungen verschlechtert. Der Dow Jones stieg um 1,2% auf 10.447 Punkte. Auf Wochensicht bedeutete dies ein Plus von knapp 3%. Das waren die Nachrichten. Sie haben nun noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Ende von Teil 1. Hörverstehen Teil 2. Sie hören jetzt eine Sendung im Radio. Zuerst haben Sie eine Minute Zeit, die Einleitung und die Aufgaben zu lesen. Anschließend hören Sie den Text. Sie hören den Text nur einmal. Entscheiden Sie nach dem Hören, ob die jeweilige Lösung A, B oder C ist. Und markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Lesen Sie nun die Einleitung und die Aufgaben 27 bis 33. Und nun folgt ein Bericht unserer Reporterin Susanne Franke, die sich von einem Makler neue Büroräume für kleinere und mittlere Betriebe am Flughafen Frankfurt zeigen lässt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich gehe gerade mit Herrn Peter Ellesat durch die neuen Büroräume im Bürozentrum My Airport Office am Frankfurter Flughafen, um Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, darüber zu berichten. Diese neuen Büroflächen sind besonders geeignet für kleinere Betriebe, die nur vorübergehend in der Nähe des Flughafens eine Niederlassung haben möchten, sich aber nicht dauerhaft festlegen wollen oder können. Herr Ellesat, mein erster Eindruck ist überwältigend. Ein fantastisches Gebäude. Ja, das stimmt. Das Gebäude ist einfach super. Man sieht, dass sich die lange Bauzeit doch gelohnt hat. Tja, die Architekten wollten halt wirklich etwas Außergewöhnliches schaffen.
alles sollte wirklich modern sein. Sowohl die Außenfassade als auch die Innenräume, Gänge, Treppen, Flächen, auf denen man sich trifft. Sie stimmen mit mir sicher überein, dass allein der Eingangsbereich eine einzigartige Atmosphäre schafft, die den Flughafen, die City mit ihren Hochhäusern, aber auch das Waldgebiet da drüben miteinander verbindet. Ja, wirklich. Der Eingangsbereich ist sehr freundlich gestaltet. Alles ist super schick und modern. Herr Elizat, etwas anderes. Sie sagten mir doch heute Morgen in unserem Vorgespräch, dass Sie großen Wert legen auf einen Rundum-Service. Möblierte Büros mit komplettem Serviceangebot inklusive Büroassistenten. Dies sei Ihr Hauptargument, wenn Sie zukünftige Mieter überzeugen wollen. Zeigen Sie mir davon etwas? Führen Sie mich ein bisschen weiter herum? Aber selbstverständlich, Frau Franke. Kommen Sie. Wir haben inzwischen viele Anfragen von Kunden, die sich genau erkundigen, was es mit unserem Rundum-Büroservice auf sich hat. Vielleicht treffen wir Herrn Olimar, den Facility Manager des gesamten Komplexes. Er kennt sich am besten hier aus. Bitte kommen Sie doch hier rüber. Lassen Sie uns den Aufzug nehmen. Okay, also hier sind wir im dritten Stock von My Airport Office. Wie Sie sehen, Frau Franke, arbeiten hier bereits viele kleinere Firmen Tag ein, Tag aus. Wir bieten Büroflächen mit bis zu 10 voll ausgestatteten Arbeitsplätzen an. Die Firmen können flexibel Personal einsetzen. Manche Firmen fangen zunächst mit ein oder zwei Leuten an, planen aber bald ihre Kapazität auszubauen. Sollten dann die 10 Arbeitsplätze hier nicht mehr ausreichen, können Sie auch in andere Bürobereiche des My Airport Office umziehen, wo Sie bis zu 50 Leute an voll ausgestatteten Büroarbeitsplätzen arbeiten lassen können. Herr Elizat, ich sehe hier auch eine Rezeption, wie unten. Hat denn jede Etage eine eigene Rezeption? Ja, jede Etage hat einen Empfang, wo Besucher begrüßt werden, wo aber auch Telefongespräche angenommen werden können, sollte einmal ein Mitarbeiter gerade nicht an seinem Platz sein. Frau Franke, darf ich vorstellen, dies hier ist Frau Bangura. Frau Bangura ist ganztags für die Rezeption hier im dritten Stockwerk zuständig. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Bangura. Frau Franke, wenn Sie hier links neben Frau Bangura vorbeischauen, sehen Sie den Postbereich der Etage. Alle Firmen können ihre Post hier abgeben und natürlich auch abholen. Dies ist im Rundum-Service mit drin, auf monatlicher Basis. Da drüben sehen Sie dann einige Arbeitsbereiche von kleinen Firmen, denen wir den kompletten Rundum-Service bieten. Kommen Sie, wir schauen uns mal einige davon an. Also, hier haben wir einen Arbeitsbereich mit rollbaren Schreibtischen, Stühlen und Stellwänden. Natürlich auch mit PCs, Telefonen, Farbdruckern, Großbildschirmen für Präsentationen und selbstverständlich Sitzgelegenheiten für Besucher. Auch für die Reinigung wird gesorgt. Alles wird täglich sauber gemacht, meistens spät abends oder früh morgens. Denn die Büroetagen stehen ab 7 Uhr zur Verfügung. Das sieht ganz schön geräumig aus. Wirklich einladend. Sehr schön, Herr Elizat. Wie ist es denn, wenn die Firmen, die hier arbeiten, etwas größere Konferenzen haben? Frau Franke, die Frage wird mir oft gestellt. Kommen Sie, hier den Gang entlang. Hier haben wir mehrere größere Konferenzräume. Zwei für ca. 12 bis 15 Personen, zwei für ungefähr 25 bis 30 Leute. Und dann noch den großen Saal für bis zu 120 Leute. Alle Räume sind mit Medien voll ausgestattet. Kunden und ihre Gäste können jederzeit online gehen. Auch Videokonferenzen sind möglich. Interessant. Wirklich interessant. Und wie ist das mit Speisen und Getränken, Herr Elizat? Wir bieten für den gesamten Komplex My Airport Office ein Catering an. Je nach den Wünschen der Kunden lassen wir auch alles in die Räume bringen.
Außerdem bieten wir für Gäste und alle hier Beschäftigten in 2 Restaurants von morgens 7 bis abends 9 Speisen und Getränke an. Ah, Frau Franke, ich sehe dort Herrn Olimar, unseren Facility Manager. Sprechen wir kurz mit ihm. Oh, ja, das ist gut. Das interessiert unsere Hörer sicherlich, wie ein solches Gebäude gemanagt wird. Sie haben nun noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Ende von Teil 2. Hörverstehen Teil 3. Sie hören jetzt 7 Aussagen. Zuerst haben Sie 1 Minute Zeit, die Einleitung und die Aufgaben zu lesen. Anschließend hören Sie den Text. Sie hören den Text nur einmal. Entscheiden Sie nach dem Hören, ob die jeweilige Lösung A, B oder C ist und markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen. Lesen Sie nun die Einleitung und die Aufgaben 34 bis 40. Sie nehmen an einer Fortbildung zu Präsentationstechniken teil. In Ihrem Kurs sind weitere 6 Teilnehmer. Der Kurs beginnt mit einer Vorstellungsrunde. Sie haben die anderen Teilnehmer des Kurses vorher nie getroffen. Hören Sie ihnen zu und finden Sie mehr über sie heraus. Hallo. Darf ich Sie im Namen der ABZ recht herzlich zu unserem Seminar begrüßen? Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ingo Halberstadt und ich arbeite auf diesem Gebiet schon seit vielen Jahren, sowohl in der Erwachsenenbildung als auch in Firmen. Ich nehme an, dass ich wohl die meisten Ihrer Probleme kenne und ich bin mir ziemlich sicher, wir können für alles eine Lösung finden. Ich freue mich dabei ganz besonders auch auf weitere Anregungen Ihrerseits, die ich dann gerne wieder an andere Teilnehmer weitergebe. Also, auf einen Nenner gebracht, wie kann ich das, was ich für ein neues Projekt oder in einem Arbeitsprozess mitteilen möchte, am besten rüberbringen? Sicher saßen wir alle schon in Vorträgen und mussten uns endlose Ausführungen mit bunten PowerPoint-Seiten ansehen, ohne den Sinn des Vortrags wirklich zu erfassen. Neues am Arbeitsplatz anzuwenden, das fällt oft schwer. Genau das aber gilt es zu erreichen, die ganze Aufmerksamkeit unserer Zuhörer auf Inhalte und nicht auf bunte Seiten zu lenken. Aber bevor wir loslegen, möchte ich Sie um eine kleine Vorstellungsrunde bitten, in der Sie kurz erklären,
in welchen Gebieten Sie aktiv sind und was Sie gerne verbessern möchten. Also, wer bricht das Eis und erzählt kurz über sich und was er gerne lernen möchte? Hallo, mein Name ist Anne-Rose Heberle. Ich bin selbstständig. Das heißt, ich betreibe eine Website, über die ich Bio-Kosmetikartikel verkaufe. Um meine kleine Firma bekannter zu machen, gehe ich regelmäßig zu Veranstaltungen, wo Bioprodukte Thema sind. Messen, Infotage und so weiter. Heute, also hier, will ich lernen, wie ich bei solchen Veranstaltungen sicherer vor Publikum auftreten kann. Ja, hallo. Also ich bin Markus Wegener und arbeite für PwC. Ich mache dort Beratung für ein modernes Mahnwesen. Viele Firmen verlieren oft viel Geld, weil Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlt werden. Ich bin bei PwC verantwortlich für ein neues Modul, das wir unseren Kunden verkaufen möchten. Ich denke, ich will hier im Training lernen, wie ich unseren Kunden ein modernes Mahnwesen anschaulicher darstellen kann. Ich heiße Patrice Lasnier. Ich komme ursprünglich aus Frankreich, aber ich bin schon 10 Jahre hier in Deutschland. Ich arbeite für die Handwerkskammer und muss bei vielen Veranstaltungen die örtlichen Handwerksbetriebe ansprechen, also Betriebe mit unserer Arbeit in der Handwerkskammer bekannt machen. Anderen muss ich die Arbeit der Handwerkskammer erklären. Vorträge und Präsentationen sind schwer für mich, auch wegen der Sprache. Deutsch kann ich zwar, aber mit Vorträgen habe ich noch große Probleme. Also, ich bin Alexandra Pfeiffer. Ich bin bei Sanitec. Dort bin ich verantwortlich für die innerbetriebliche Fortbildung. Wir sind eine Firma, die umweltfreundliche Sanitärsysteme herstellt, meistens für Hotels und Gaststätten, wasserfreie Toiletten und so. Ich verbringe viel Zeit damit, meinen Kollegen in der Fertigung bestimmte Verfahren zu erläutern. Aber mir fällt es schwer, selbst einfache Darstellungen kurz und knapp zu halten. Und dann muss auch alles bei den Kollegen ankommen. Hallo, mein Name ist Urs Stähli. Ich arbeite bei der Firma Berger. Wir sind spezialisiert auf Auszubildende im Handel, also Groß- und Einzelhandel. Wir kriegen staatliche Mittel, um Auszubildende in passenden Ausbildungsberufen unterzubringen. Ich muss sowohl die jungen Leute, die einen Ausbildungsplatz suchen, aber auch die Firmen, die möglicherweise Ausbildungsplätze anbieten können, mit meinen Vorträgen überzeugen, dass sie zusammenfinden können, wenn sie nur wollen. Ich heiße Yannis Konellis. Ich habe mit Freunden Alles Griechen eine kleine Reinigungsfirma gegründet. Wir bieten einen günstigen All-Inclusive-Service an. Sehr günstig. Ich möchte gern lernen, wie ich unser Angebot besser bei Firmen präsentieren kann. Meine Kunden haben meistens nicht viel Zeit. Ich muss also lernen, wie ich das Wichtigste in wenigen Minuten mit Hilfe einer kurzen Präsentation darstellen kann. Sie haben nun noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Ende von Teil 3.